Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Kunst-Meditationsreihe. Ab heute jeden Freitag um 8 Uhr für ungefähr 10 Minuten. Ich bin Mira Hirz und spreche mit dir aus der Sammlungsausstellung des ZKM, Zentrum für Kunst und Medien. In dieser Kunst-Meditationsreihe möchte ich mich gemeinsam mit dir einem spannenden Aspekt der Kunstbetrachtung widmen, ihrer beruhigenden Wirkung. Die Meditation bedeutet nicht, wie so oft geglaubt, an nichts zu denken. Die Meditation ist eher ein Zustand der Entspannung und des Loslassens, ausgelöst durch unsere Fokussierung nach innen. Wir fühlen unseren Körper, dessen Rhythmen und Formen. Dabei entsteht ein wunderschöner Leerraum. Ist es möglich, durch eine fokussierte Kunstbetrachtung eine ähnliche Entspannung hervorzurufen? Ich lade dich ein, das jetzt mit mir auszuprobieren. Das Werk in unserer Kunstmeditation heute ist Tele Present Water von David Bowen. Was sehen wir? Ein vertrautes Bild? Ein abstraktes Bild? Sehen wir ein motorisches Auf und Ab? Oder sehen wir ein scheinbar organisches Auf und Ab-Ebben? Sehen wir Sanftheit? Eine getragene Geste? Eine Qualität? Oder eher eine Form? Siehst du, wie die Bewegung auf verschiedenen Ebenen stattfindet? Ebenen aneinanderhängend, über Leerräume hinweg verbunden. Mit Leichtigkeit übersetzt sich die Bewegung von oben nach unten. Und doch sieht es so aus, als würde eine Kraft von unten nach oben wirken. Eine getragene Fläche. Für einen Moment lasst uns unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem richten. Während wir das Kunstwerk und seine Bewegungen anschauen, darf sich unser innerer Blick sozusagen auf das Ein- und Aus unseres Atems richten. Wie fühlt er sich gerade an? Tief oder flach? Lang oder kurz? Ist der Atem einfach zu erfüllen? Oder versteckt? Hier gibt es kein Urteil. Wir können einfach nur registrieren.
ändert sich der Atem nun, da wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten. Nun lasst uns vor unserem inneren Auge eine Erinnerung aufrufen, das Meer. Hast du eine Erinnerung an das Meer? Wie verbindet sich diese Erinnerung mit dem, was du siehst? Hast du eine Erinnerung daran, auf das Meer hinauszuschauen, im Salzwasser zu treiben, das Rauschen zu hören? Oder hast du vielleicht davon erzählt bekommen, vom Anspülen und dem Rückzug der Wellen? Kann sich diese Erinnerung mit dem Bild verbinden, was du siehst? Und mit deinem Atem? Erinnerung, Bild, Atem. Wo in deinem Körper könnte diese Bewegung stattfinden? Könnten deine Hände, deine Schulterblätter, dein Brustkorb an unsichtbaren Fäden hängen und mitschwingen in diesem Rhythmus? All deine Wirbel, deiner langen Wirbelsäule, der oberste Punkt auf deinem Kopf, deine Zehenspitzen, könnten sie getragen sein von Fäden und bewegt werden? Vielleicht spürst du ein sanftes Mitbewegen deines Körpers im Dialog mit dem Bild, was du siehst. Ein leichtes Schwingen von einem auf das andere Sitzbein oder von einem auf den anderen Fuß. Oder ein leichtes Vibrieren durch deinen Körper. Ist dein Atem noch da? Wie fühlt er sich jetzt an? Kann er auch getragen sein, als würde Luft wie eine Welle sich durch den Körper verteilen? Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich würde mich freuen, dich nächste Woche Freitag um 8 Uhr wieder begrüßen zu dürfen.